Hallo und herzlich willkommen beim Löwenherz Adventskalender zum Türchen Nummer 8. Ja, ich habe mal hier kurz was vorbereitet, und zwar seht ihr hier ein Radix, ein Geburtsradix, wie man das so schön nennt. Ich habe natürlich hier keine Namen dabei. Genau, und so sieht das denn aus, wenn ich sowas persönlich für euch entstelle. Das sind diese Häuser und das sind die Zeichen. Ich habe das mal hier rangeschrieben: Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion und so weiter und so fort. Und die Häuser habe ich hier auch nochmal dick reingeschrieben: erstes, zweites, drittes bis zwölftes Haus. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich wollte euch nur kurz erklären über zwei Planeten, die ja viel mit uns gerade machen, und zwar die für diese Umwandlung, die wir gerade in der Welt überall spüren, im Kollektiv und auch bei jedem Einzelnen, wollte ich euch kurz was zu erzählen. Und zwar geht es hier um diesen Planeten hier. Das ist der Pluto. Das ist jetzt der Transit. Das kann man hier wahrscheinlich schlecht erkennen. Ich habe es hier rangeschrieben. Der befindet sich nämlich im Zeichen des Steinbocks. Und dieser Planet ist ja sehr, sehr langsam und ist ungefähr in einem Sternzeichen 30 Jahre. Also ihr könnt euch das vorstellen, wenn der Pluto jetzt hier am Ende der Steinbock ist, der geht ja im Ende März in den Wassermann. Endgültig ist das eine ganze Generation, ja. Und zum Ende eines Zeichens spitzt sich das in der Regel dann zu. Und wir merken das ja alle, was wir alles hatten an neuen Sachen: Corona, der Ukraine-Krieg, es werden Dinge aufgedeckt, größere, kleinere Dinge. Also das ist ja nicht mehr, wie es mal war. Und es kommt immer mehr ans Tageslicht, ja, weil dieser Planet hier im Steinbock ist. Das heißt eigentlich, dass alte Grenzen hier zerstört werden, dass was aufbricht, dass alles ans Licht kommt, was nicht richtig, was falsch ist und wirklich nicht mehr dem standhält. Darum geht es bei Pluto. Es hält diesem nicht mehr stand. Ja, und wie ich es eben schon sagte, Ende März geht dieser Planet denn endgültig in den Wassermann. Was heißt endgültig? Für die nächsten 3 Jahre, für eine nächste Generation. Und das bedeutet, dass wir hier eine tiefgründige Wandlung hier erfahren von den Werten, von der Freiheit. Also das ist so der Startschuss, dass wir wirklich in einer neuen Welt, in eine neue Welt kommen, wo wir andere, wo die Bewertung eine andere ist, ja, wo es dann auch die Konsequenzen aus diesem Pluto im Steinbock hat. Also ich lege jedem ans Herz tatsächlich, seine Dinge jetzt zu regeln, was nicht mehr zu ihm gehört, was nicht mehr passt, und da auch den Mut zu haben, an das zu glauben, ne, was für ihn wichtig ist. Wassermann ist auch dies Zeichen der Innovation, alles Neue, was wir neu entdeckt haben, online, diese ganzen Geschichten, das wird im Wassermann immer mehr und sich noch mehr manifestieren. Genau, das wollte ich sagen über den Pluto. Dann habe ich noch hier den Saturn, wollte ich auch kurz was erzählen dazu. Der Saturn ist ja auch noch im Wassermann, also dieses ist jetzt vom Herbst, Sommer. Die Planeten sind natürlich langsam, deswegen spielt das keine Rolle. Er ist hier noch in dem Wassermann nach wie vor. Und das ist der Planet, ja, der Abgrenzung, ja, der Grenzen. Was muss ich tun, dass es so wird, ja? Er wirkt immer etwas hart, dieser Planet. Man nennt ihn auch den Karma-Planeten, ja. Aber letztendlich, wenn man sich diesem stellt, und das überwunden hat, ist es immer nur zum Besten, ja. Also es heißt, man stellt sich diesen Dingen und arbeitet daran und setzt hier Grenzen. Ja, dann hat man wieder eine nächste Hürde übersprungen. Ja, es ist für mich auch ein wichtiger Planet. Und als Transit haben wir den noch im Wassermann. In diesem Fall ist das hier bei dieser Person hier im 9. Haus. Und das heißt für diesen Menschen, ja, dass er hier neue Überzeugungen bekommt. Wahrscheinlich durch eine Reise, weil das 9. Haus steht für Glauben,
für Horizonterweiterung, für Ideale. Und wenn der Saturn als Transit über das neunte Haus hier läuft, heißt das tatsächlich so, dass er wahrscheinlich irgendwelche neuen Erfahrungen macht, ja, vielleicht auch extremere Erfahrungen, wo er durch neue Überzeugung einfach erlangt, ja. Zum Beispiel, er reist in ein Land, hat vorher Vorstellungen davon gehabt, wie die Menschen da sind, wie es da ist, und auf einmal kommt er in eine Situation und erlebt was völlig anderes und bekommt dadurch eine neue Überzeugung. Ja, man kann hier noch ganz, ganz viel drüber erzählen und es ist äußerst spannend. Wie gesagt, ich lege es euch am Herz tatsächlich jetzt bis Ende März eure Dinge hier zu regeln. Persönlich und im Kollektiv hoffen wir auf das Beste, ja, natürlich, dass das Beste uns hier widerfährt und immer dran glauben, dass das Universum für uns ist und nicht gegen uns. Man muss diese Dinge einfach annehmen und sie auch sich zu Nutzen machen, und das kann man sehr gut. Genau, also wenn ihr jetzt persönlich wissen möchtet, wie das bei euch hier ist, ja, über welche Häuser die Transiten gehen, die Zeichen sind ja die gleichen, aber welcher Lebensbereich das bei euch betrifft, ja, dann schreibt mich doch gerne an und schauen wir da gerne mal nach. Ich finde das eine wichtige Sache, deswegen erzähle ich sie auch heute, weil, ja, Pluto ist halt in den letzten Zügen. Und ich finde es sehr wichtig, dass man weiß, um was es geht und auch keine Angst hat, sondern den Mut hat, das auch anzunehmen.